Beim Addon von Revelations, also beim DLC, findet man heraus, dass Lucy ein Templar ist. Das heißt, wenn man bei Revelations die vorherigen DLCs von 2 bis von 2 und Brotherhood sind rein theoretisch nicht relevant, um die Geschichte zu verstehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie bei Assassin's Creed 3 das reinbauen, sollte man den DLC von Revelations nicht gespielt haben, damit man weiß, dass Lucy eine Templerin war. Also, dass sie den Orden verraten hat. Das würde mich jetzt interessieren. Wie bauen sie das? Also, wie werden sie das aufbauen? Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass 16 dann noch irgendwie kommt im Unterbewusstsein und sagt, hey, du, pass auf, Lucy ist eine Templerin. Oder dass es Desmond weiß, denn man muss ja immer davon ausgehen, das nächste Spiel knüpft da an, wo man alles gespielt hat. Also wo man auch bei Assassin's Creed 3 knüpft da an, nach Revelations, ist klar, aber halt auch mit dem DLC. Man kommt sowieso erst mit der Story mit, wenn man anfängt mit Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations. Und dann mit Assassin's Creed 3. Sollte man jetzt einfach, man hört, hey, Assassin's Creed, tolle Reihe, habe ich noch nie gespielt, und fängt dann gleich an mit Revelations oder mit dem dritten Teil, würde ich von abraten, würde ich stark davon abraten, weil man einfach nicht, man kommt nicht mit der Geschichte mit, man weiß nicht, hey, okay, es wird zwar am Anfang erklärt, mein Name ist Desmond Miles, bla bla bla, wurde entführt, war Altair, Kreuzritter war Ezio und jetzt bin ich Conne. Heißt der, wie heißt der eigentlich? Irgendwas mit C. Das habe ich mir angeguckt, ich habe es aber wieder vergessen. Das war eigentlich nur, ja, aber so richtig mitkommen. Was ist der Animus? So, was haben meine Vorfahren erlebt? Das fehlt einfach, wenn man nicht von Anfang an dabei ist. Also wenn man nicht den ersten Teil vom ersten Teil anspielt. Das fehlt irgendwie. Deswegen, wenn ihr Assassin's Creed spielen wollt, fangt mit Teil 1 an. Wenn ihr nicht mit Teil 1 anfängt, wirkt die Geschichte nicht richtig auf euch. Das wäre genauso. Was kann ich jetzt für einen blöden. Wenn ihr irgendeine Serie guckt und fängt einfach in der Mitte an zu gucken, dann weiß man nicht, hey, was ist davor passiert? Ey, wer ist der? Der kennt die, aber ist neu, aber irgendwie sowas. Also man muss immer von Anfang an spielen. Okay. Ist zwar jetzt blöd, bei Mario hat das zum Beispiel überhaupt nichts zu tun, wenn ich das jetzt sagen würde, denn da kam ganz am Anfang, war ja Mario Bros. Okay, das muss man jetzt nicht spielen, damit man weiß, was die Story bei Mario Galaxy 2 ist. Das ist jetzt natürlich blöd, aber es gibt halt solche Spiele. Assassin's Creed, die bauen aufeinander auf. Hat man den ersten Teil nicht gespielt, versteht man. Man kann die Geschichte zwar verstehen, wenn man dann halt ein bisschen im Internet rumschaut, hey, ja, Geschichte und dann, aha, so ist es also. Aber wenn man das nicht hat, das ist wie dann, wie so ein Kartenhaus, sag ich mal. Wenn man das untere nicht aufstellt, kann man oben nichts draufstellen, weil es einfach nach unten kracht. Und so ist es bei Assassin's Creed auch. Wenn man den ersten Teil nicht spielt, braucht man den dritten Teil nicht spielen, weil man mit der Geschichte nicht, weil man die Geschichte nicht versteht. Das habe ich jetzt eigentlich relativ gut erklärt. Ich bin stolz auf mich. Ich mache mir dann brav eine Pizza. Nam 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 Pizza. Ja, der Teig. 20 Minuten sollte man ihn stehen lassen. Und ich habe vor, wann habe ich ihn gemacht? Halb 11? Oder war es halb 10? Wenn es halb 10 war, ist er jetzt schon 2 Stunden und sonst 1 Stunde. Okay.
Abspann, du kannst dich mal beeilen, denn ich habe Hunger. Es ist jetzt 10 Minuten läuft ja schon der Abspann. Oder 15 Minuten schon. Mal wieder ein bisschen den Controller bewegen, damit er nicht ausschaltet. Ubisoft Bukarest. Kommt dann. Ah, jetzt kommt Ubisoft Massiv. Massiv. Massive. Ubisoft Quibbitsch. Quebec. Singapur. Publisher Ubisoft Entertainment. Okay. Boah, so viel Abspann. Wenn ich da. Das ist halt das Problem bei Assassin's Creed. Wenn ich wirklich sage, okay, 15 Minuten, dann würde mindestens ein Part Abspann sein. Das ist krank, wenn man sich bedenkt, ey, 15 Minuten Abspann, was da Namen vorkommen. Jetzt gucken wir mal. Der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagen wir knapp 10 Sekunden sagen. Was braucht der von unten bis oben? Das heißt, 15 Minuten, das wären 6 mal komplett durch. Wie viele geht da? Wie groß ist einer? So groß, so viel. 10 Zentimeter, einen halben Zentimeter ist ein Name groß. Oder Pi mal Daumen. So groß. Das heißt, 20 Namen gehen da rein. Alle 10 Sekunden kommen 20 Namen. Das multiplizieren wir einfach mal durch 6. Sind 100, 2 mal 6 sind 120 Namen jede Minute und das mal 15. Was da Leute mitgearbeitet haben. 120 mal 15 sind schon mal 1200. Sind, haben wir 600, sind, sagen wir knapp 2, nur 1800 Leute. Das ist jetzt grob gesagt. Natürlich ist es nicht so, weil ab und zu kommt sowas wie Marketing Director, aber grob 1500 Leute. Sollte das hinkommen? Locker, locker. 1000 mindestens. Sagen wir zwischen 1000 und 2000 Leute haben an dem Spiel mitgearbeitet. Ey, krank. Und der Abspann ist immer noch nicht vorbei. 37, jetzt ist es 51 und bei 37, da haben wir den Abspann schon 5 Minuten laufen gelassen. Der Abspann dauert bestimmt 20 Minuten. Ah, jetzt kommt Special Thanks und Thanks. Rian Chan, Robert de la Cruz, Mark Demers, Charles Granger, Ralf Müller, Dennis Saburin. Ah ja. A Dope Flash. Jetzt ist es bald. Jetzt ist der Abspann. Jetzt sollte der Abspann gleich vorbei sein. Powered by A Dope Flash. Bing Video. Digic Pictures. Dolby Digital. Getty Image. Boah. Boah. Havok. Havok. Oh. Humanic. Method Studios. WWEs. Powered by WWEs. 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 Ja, WWEs hört sich gut an. Assassin's Creed Revelation. Ubisoft Entertainment. Leute, das war's mit dem Abspann. Wir sind hier zurück. Es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei. Wir könnten jetzt noch mit Ezio rumlaufen. Aber es ist vorbei. Wir haben alles.
Yusuf ist tot. Sophia befreit. Keine Mission mehr auf der Karte. Konstantinopel zu 100% ausgebaut. Na, das war Piri Reis. Piri Reis. Man sieht links oben 100% Einkommen. Die DNA ist komplett. Außer dass halt, wie gesagt, dass wir an die Brunnen diese nicht gibt. Das sieht man hier. Der hier würde noch dazugehören. Das hier würde noch dazugehören wahrscheinlich. Und das wären die Brunnen. Aber wir haben alles. Wir haben alles, Leute. Alles. Das ist perfekt. Gebiet nicht verfügbar, das ist mir egal. Das hier ist der perfekte Ort. Das Hauptquartier ist der perfekte Ort, um das Spiel endgültig zu beenden. Noch mit schönem Geld, was wir nie wieder brauchen werden. Ich habe es mir kurz ausgerechnet, man braucht mindestens bei Revelations braucht man 1.000.000 Akne hieß es, um alles zu kaufen, was richtig awesome ist. Bei Brotherhood hingegen waren es nur 500 Florin, also 500.000 Florin, und hier braucht man 1.000.000 Akne. Naja, das war's. Zu guter Letzt ziehen wir noch die Scheißrüstung an, die mir überhaupt nicht gefällt. Sie wäre zwar richtig awesome, also sie sieht schon nice aus, die Farben an sich, aber die Maske, wenn die Maske weg wäre, dann wäre sie richtig nice. Ich meine, der muss ja unter der Maske schwitzen wie so ein Schwein. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Nicht mehr zu Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal, aber nicht mehr bei Let's Play Assassin's Creed Revelation. Aber es sieht doch gut aus mit der Maske. Weil er eine gelbe Augenfarbe hat. Und das sieht richtig awesome aus darunter. Naja, ist egal. Wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Bis dahin.